Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bayonetta 3. Ich muss jetzt kurz hier noch bevor. Okay, so, jetzt habe ich alles so. Hier war es nur gerade ein bisschen. Naja, okay. Ich brauche noch einen Stift. Nur um mir hier was zu notieren, falls ich schon mal was Wichtiges vielleicht finden sollte, was später vielleicht noch wichtig für uns sein könnte. Gibt es hier denn irgendwas Spannendes? Ja, hier ist was. Wo muss man eigentlich hin? Dahin will ich mal behaupten. Okay, jetzt soll ich mich immer treffen lassen, okay. Jetzt lasse ich mich unnötig treffen. Na gut, muss ja auch mal sein, ne? Hätte ich mich jetzt nicht treffen lassen, wäre das ist wahrscheinlich noch reines Platin gewesen. So, gibt es hier denn sonst noch irgendwas Spannendes? So auf den ersten Blick. Nicht wirklich, ne? Wobei, denn dann kann man doch bestimmt zerstören, ne? Kann man zerstören, aber dabei ist nichts Wichtiges drinnen. Okay. Vielleicht hier den Laden. Da ist was drin, okay. Oh Gott, da hinten wird was zerstört. Okay, 211 Meter. Ich denke mal, ich bleibe erstmal hier. Da hinten ist auch noch so ein Laden. Okay, dann hätten wir schon das dritte hier. Was auf ihrem Schnürchen, ne? Oh, hallo, ne? Okay, hier gab es einen Lutscher, das sieht mir. Das meide ich erstmal. Da ist eine Katze. Du liebes bisschen. Hab ich dich. Dieser Move ist wirklich unbezahlbar. Definitiv. So. Das ist auch noch was. Okay. Was zum Lesen. Okay, dann lesen wir das nochmal direkt. Die wandernde Seele. Im Moment der Berührung wird dein Geist von fremden Erinnerungen überwältigt, die wie eine Reihe von Bildern vor deinem inneren Auge vorbeiziehen. Um dich herum herrscht absolute Finsternis, eine grenzenlose, alles verschlingende Schwärze. Wo ist sie? Wo ist die Wahrheit? Du siehst nichts weiter als Dunkelheit, eine tiefe, pechschwarze Dunkelheit, die dich tiefer in sie hineinzuziehen scheint. Alles in dir schreit, den Gegenstand loszulassen. Es gelingt dir, deinen Griff zu lockern und dich von ihm zu trennen. Wie aus heiterem Himmel löst sich die Finsternis auf und all deine Sinne sind wieder völlig klar. Okay, dann fehlt uns höchstwahrscheinlich jetzt nur noch. Höchstwahrscheinlich wieder so eine dämliche Zeitaufgabe.
Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, aber nun gut. Was muss, das muss, ne? Wo war die? Hier. Wir können ja auch zuerst zum Shop gehen, aber ich würde mal sagen, wir machen zuerst das hier, ne? Ach du liebes bisschen. Ach, da hinten ist die Box, okay. Und ich lage richtig. Okay, wie viel haben wir Zeit? Beziehungsweise, wie lange haben wir Zeit? Das war ziemlich einfach, muss ich sagen. Das hätte ich mir jetzt schwerer erwartet. Aber gut, ich habe mich jetzt auch ziemlich gut konzentriert. Okay, da ist der Shop. Ich muss dahin, okay. Ich schaue mich aber erstmal hier um. Hier gegebenenfalls auch noch was ist. Später. Hallo? Ich höre eine Kröte. Bist du da? Ist zufällig drin? Tatsache. Irgendwie ist das Spiel heute dunkel. Muss mal kurz was gucken. Optionen, Helligkeit, ne? Verändere die Helligkeit so, dass das Bild links gerade noch zu sehen ist. Ja, ist gerade noch zu sehen. Okay, dann keine Ahnung, dann ist es gerade wirklich nur so. Okay. Lasst mich raten, das ist wieder so ein blöder Golem und ich kriege eins auf die Latz gesetzt, ne? Dann mache ich doch mal erstmal hier. Oh, ich muss mir neue Lutschers kaufen, definitiv. Machen erstmal alle Autos hier kaputt, ne? Was direkt? Ja. Okay, eins haben wir schon mal geschafft. Okay, Nummer 2 haben wir auch schon mal geschafft. Aua. Besiege die 3 kleinen Golems. Das war eine Herausforderung? Okay. Gut, dass wir das jetzt schon gemacht haben. So, bevor wir hier, ja, diese Hexenzeitaufgabe machen, würde ich mal sagen, gehen wir erstmal zum Shop. Dann einmal bitte Items. Ich muss hier ein paar neue Lutschers kaufen. So, 10 an der Zahl müsste reichen. Wovon haben wir noch 9? Tragische Liebe, ja, okay. Mondperle könnten wir uns holen. Ausverkauft, okay, das heißt, wir kriegen davon auch nichts mehr. So, Zubehör.
Der Fangzahn des Zorbos hätten wir uns eigentlich holen können, aber na gut. Superspiegel S3 und Arc de Triomphe Modell. Okay, holen wir uns das hier einmal. Und das hier. Lass mich raten, hier gab es dann noch wieder eine Figur, ne? Na, wir haben alle Figuren bisher, okay. So, dann machen wir wohl jetzt diese Aufgabe, obwohl ich die nicht gerne machen möchte. Ich kann jetzt ja erstmal die Autos jetzt zerstören, dann kann ich auch bauen, ne? Das mache ich, glaube ich, auch mal direkt bauen. Guck mal. Dann machen wir mal auch mal nochmal eins hiervon. Okay. So, jetzt. Und dann nochmal eins von den kleinen. Und dann vielleicht auch noch. So. Und dann sind wir noch nicht ganz fertig. So. Können wir sonst hier noch was holen? Ist immer noch gesperrt. Hier haben wir alles. Hier haben wir tatsächlich auch schon alles. Wobei, das hier ist noch gesperrt, ne? Da haben wir das schon. Müssen wir eigentlich schon haben, weil wir das gekauft haben können. Okay, dann mache ich erstmal diese Reihe hier fertig. Stopp. Wunderschön, und dann können wir uns das hier noch nicht mehr besorgen. Okay. Okay, ja, die Aufgabe, ne? Bevor ich das vergesse, wir sollten uns dann schon mal heilen, ne? Mit der rechten so eine große, so. Besiege alle Gegner, Lebenskraft 4. Okay, wir dürfen uns jemand ab. Bayonetta hilft uns. Okay, dann kann es ja nicht alles so schlimm werden. Bayonetta uns hilft. Besiege alle Gegner. Begrenzte Zeit. Hexenzeit deaktiviert. Och nö. Ich mach einfach gehen hier. Ich glaube, das ist jetzt wirklich die Heiklings-Taktik. Oh, das war wirklich easy. Okay, das war auch die Heiklings-Taktik. Aber dafür haben wir es geschafft. Aber dafür haben wir es auch wirklich geschafft, ne?
Aber das war jetzt ein richtiges Hexenherz, kein Teil. Also können wir auch direkt uns wieder aufboosten, ne? Toll, das heißt, ich habe einen Lutscher umsonst verschwendet, ne? Gut, das konnte ich aber vorher nicht wissen, ne? Das kann ich vorher leider nicht wissen. So, damit hätten wir auch die nächste Stufe erreicht. Okay. Können einfach direkt alles zerstören, ne? Das hier auch zerstören. Man kann einfach alles zerstören, ne? Halleluja. Okay, der Luca ist noch da drin. Okay, was passiert jetzt? Und nicht schon wieder. Komm schon, Konzentration. So langsam finde ich das mit der Hexenzeit schon gut raus.
Oh. Postbonus, das heißt, wir sind mit dem Kapitän jetzt höchstwahrscheinlich auch zu Ende, ne? So, dann hätten wir dieses Kapitel jetzt auch abgeschlossen. Ich bin gespannt, was Viola eigentlich sagen wollte. Ich bin deine was? Tochter? Würde Sinn machen, ne? Was haben wir denn freigeschaltet? Extra das ungezügelte Artefakt. Okay, ich glaube, das ist wirklich zum Schluss, ne? Familientänzchen. Okay, das fühlt sich wirklich so an, als sei Viola die Tochter. Okay, reise durch Ginos Gagab, ohne in die Tiefe zu stürzen. Okay, weiche allen Treffern von Strider innerhalb seines Kraftfelds. Nur weil ich mich einmal getroffen lassen habe. Habe ich diesen Erfolg nicht gekriegt? Och, Menno. Na gut, das heißt, beide Erfolge sind relativ gleich machbar. Wie immer werde ich das in den nächsten Kapitel dann hinzufügen. Ich sage aber jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Bayonetta 3. Wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dieses Video doch gerne einen Daumen nach oben. Teilt das Video im World Wide Web und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tüdelü.